So, okay, zack, ran, Fischmarkt. Nein, 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 nicht verkaufen, nicht verkaufen, nicht verkaufen, bitte erstmal quatschen. Hallo, willst du ein bisschen plaudern? Wegen der seltenen Fische. Was willst du denn? Ich habe den Riesentiegen-Salmler. Das sind gute Nachrichten. Das ist wohl ein neuer Eintrag fällig. Hier, für dich. Es sollte dir von Nutzen sein. Yay! Dankeschön. Dankeschön. Was mit den anderen Fischen? Ich habe noch keine anderen Fische, muss ich sehen. Pelikanale habe ich noch nicht in der Quastenflosse, aber ich sehe auch noch nicht, wo ich die herkriege. Fischmarkt! Ah, der war wahrscheinlich schon leicht vergammelt jetzt, oder? Zurück in die Stadt. In die Werft. Reparieren. Als allererstes erstmal. So, das kommt in den Laderaum. Die Stiefel, Alter. Die Stiefel sind der Hammer. So, okay. Nee, warte noch mit der Kohle tatsächlich. Schwimmdock. So, ihr kommt rein. 1500 Schälen. Dich ärgerlich, dich ärgerlich, aber kriegen wir zusammen. Kriegen wir zusammen. So, wir machen jetzt erstmal nochmal zu dem alten Mann. Und geben die beiden Erkennungsmarken ab. Dann kriegen wir wahrscheinlich nochmal zwei Forschungsteile dafür. Was jetzt hier den Kohl nicht so mega fett macht, aber egal. So. Auf zum Flieger. Lass mich mal sehen. Oh, das sind sehr schöne Stücke. Ich werde deinen Baum hängen. Okay, also wir bekommen auch immer nur Forschungsteile dafür. Schade, das Buch wäre geiler gewesen. Das sind alle, an die ich mich erinnern kann. Jedenfalls, ihre Gesichter beginnen zu verblassen. Kannst du mal ein paar Köder herstellen? Achso, der braucht ja den Fisch dafür. Okay, schön. Dann haben wir hier also die Sidequest ebenfalls erledigt. Wunderbar. Wunderbar. Ich würde sagen, ich gehe hier nochmal kurz angeln und... Mann. Nochmal zur... klang jetzt aber gerade hier. Magisch. Zur Fischerin, zur Händlerin. Und dann könnten wir eigentlich auch wieder zum Händler springen. Ja? Naja, was soll's. Ich glaube, ich mach mal wieder ein hohes Wasser oder ein tiefes Wasser. Oh, hell, ey. Das ist immer so richtig geil. Wenn irgend so ein Scheiß darin springt. So, okay. Nein! Nein! Verdammte Axt. Naja, wenigstens kann mir jetzt erstmal keiner was. So, was war das hier für einer? Haben wir den schon mal gefangen? Ja, ne? Ja. Schwarzflossentun. Haben wir schon mal. So, was ist hier vorne? Das ist ein Boot. Ist das eine Falle? Oh, aber hier gibt's so schöner Loot Place hier. Mal gucken. Ein Schatz. Schon wieder so ein Monokel. Eine Fresse, ist auch eine Menge Monokel unterwegs hier. So, was haben wir noch? Das Boot gucken wir ja zum Schluss an, wer weiß. It's a trap. Noch ein Schatz. Alte Eisenkette. Oh, das ist ja was Feines. Eine schöne alte Eisenkette, eine schöne Rostie. Da krieg ich richtig viel Schmott für. Wunderbar. Und noch ein Schatz. Mal gucken, vielleicht ist das jetzt was Wertvolles. Och. Was soll ich sagen? Ist wahrscheinlich irgendwie ein Boot von Vielmann gewesen oder was? So. Na, was bist du jetzt hier? Na, du hältst neben einem ankernden Boot. Ein Boot gibt es Lebenszeichen.
Auch niemand hofft auf, um dich zu begrüßen. Rufe! Beinahe augenblicklich öffnet sich die Tür einen schmalen Spalt breit. Ein paar verzweifelte Augen starren dich an. Wer da? Ein Monster? Niemand. Ein Fischer. Was willst du? Ich wollte nur sehen, ob es dir gut geht. Sieht etwas aus, als würde es mir gut gehen. Nein, es geht mir keinesfalls gut. Ich soll dieses Paket nach Kleinmarkt bringen. Aber ich werde verfolgt. Ein riesiges Seeungeheuer lauert in den Tiefen der Gewässern. Okay, in diesen Gewässern. Ich habe es selbst gesehen. Es treibt unter mir im Wasser. Das riesige Maul direkt unter dem Boot. Es hat mein Boot verschlungen. Hätte ich mich nicht aufs Flachwasser gerettet. In der Nähe dieses verfluchten Inselkette bringt mich keine Zierpferde mehr. Ich könnte das Paket für dich nach Kleinmarkt bringen. Was würdest du tun? Nun, das würde wohl gehen. Weiß ich nicht, Alter. An den Dockarbeiter. Der kriegt immer so die krassesten Pakete, der Typ, Alter. Der Kurier schiebt ein zerfleddertes braunes Päckchen durch die Türöffnung. Es fühlt sich durchgeweicht in den Händen an. An einer Stelle tropft dunkle Flüssigkeit heraus. Yikes. Danke, Fremder. Das Paket ist für den Dockarbeiter einen Kleinmarkt bestimmt. Ich bin mir nicht sicher, was da drin ist, aber manchmal glaube ich, ein leises Flüstern zu hören, was herausdringt. Und für Lebentransporte bin ich nicht zuständig. Dafür fehlt mir schlicht die Ausrüstung. Also sei vorsichtig mit dem Ding, was immer es so sein mag. Hier, warum nimmst du dich das auch noch? Ein Buch. Ein weiteres Objekt wird durch die Türöffnung gereicht. Diesmal ist es ein Buch, das mit einem dumpfen Geräusch aufs Deck landet. Du hebst es auf. Ich mache mich auf den Weg, sobald die Küste sicher ist. Gute Reise. Yay, lass uns was lesen. Transzendenz, Körper und Geist. Na, das war doch eine schöne Insel hier. Das war doch eine schöne Insel, Freunde. Guck mal hier vorne nochmal in den Klippen. Nö, wunderbar. Welche war das? Okay, das war die Stahlspitz. Ja, drüben ist ja auch der Haus der Architektin. Wunderbar. So, warte mal. Moment mal. Nee, die sind's nicht. Aber die bilden vielleicht doch nochmal gut Kohle ein. Wenn wir jetzt eh gerade in die Richtung unterwegs sind. Ja. Ein hässliches Ding. Dim, dim, dim. Okay, erschöpft. Die ist doch nicht real, die Insel da, oder? So ein Trugbild. Warum ist schon wieder das Licht aus? So, genau, hier würde ich nämlich nur den Mutanten eigentlich mitnehmen. Dankeschön. Nicht doch. Hau ab. Uiuiuiui. Vorsichtig, vorsichtig. Uff. Scheiße, das ist ja Großmark. Ich wollte eigentlich erstmal eine Kleinmark. Um das Paket abzuheben. So. Dockarbeiter. Wie läuft dein Tag so? Ich habe hier ein Paket für dich. Eine Lieferung. Oh, das ist ein großes Paket. Lass mal sehen. Nimmt das große Paket und betastet es vorsichtig. Er hält es in sein Ohr und lauscht eine Weile. Wirkt zufrieden. Genau, mein Freund. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, und wünsch mir Glück. Er dreht sich um und eilt die Docks hinunter, ohne noch etwas zu sagen oder dich zu bezahlen. Toll. Schön. Er sagt doch danke. Händler. 35, Alter.
So, der tolle Denkteller. Oh, 66 Dinger. Schau mal an. So, Sunglasses. Zurück zur Stadt. So, schnell die Fische verkaufen und dann gehen wir das Relikt ab. Und mal schauen, was wir diesmal für eine Fertigkeit bekommen. Ah, noch nicht ganz. Ein bisschen fehlt uns noch. Zum großen Glück. So, letzte. Haben wir. Ich kann ja eigentlich die anderen auch noch kaufen, ne? 4 Stück haben wir. Gönnung. So, okay. Schlammfilter. So, könnte jetzt auch mit dem Sprung rüber, aber... So selbstfahren macht ja auch mal Spaß. So. Na denn, mal schauen, was der Händler zu bieten hat. Der Sammler. Was will? Was willst du? Moment. Wir haben doch das Relikt. Jetzt haben wir das Relikt. Du betrittst das Haus. Du hast die prächtige Halskette bei dir. Der Sammler bemerkt sie beinahe sofort. Ein herausragender Fund. So etwas verlangt nach einem Ehrenplatz in meiner Sammlung. Er wischt mit der Hand über einen zugerümpelten, staubigen Tisch, in dessen Ecken sich Kerzenwachsreste sammeln. Er platziert die Halskette vor sich auf dem Tisch. Und ich nehme an, du erwartest jetzt eine Belohnung dafür? Ja. Einmal mehr öffnet er das Buch, Staub wirbelt auf, als er daraus vorliest. Du fühlst dich plötzlich schwach, aber du... stehst da wie angewurzelt, deine Knie drohen nachzugeben. Fertigkeit Antrophie freigeschaltet. Fange sofort einen ganzen Fischschwarm. Als er zum Ende gelesen hat, spürst du, wie das Blut langsam zurückkehrt in deine Beine, zurück in deine Beine fließt und deine Brust von einem Gefühl der Stärke durchströmt wird. Wir sind so nah dran, es fehlt nur noch eins. Ich schlage das ja nur ungern vor. Aber die Abyssalebene vor dem Teufelsgrat ist ein vielversprechender Kandidat. Dort würde ich mein Glück versuchen. Ich markiere die Stelle auf deiner Karte, wo du mit dem Suchen beginnen kannst. Noch etwas? So, was war das für ein Wort, mein Freund? Antrophie. Dieser Spruch tötet instantan schon wieder. Instantan? Gibt es wirklich das Wort instantan? Instantan den Fischschwarm, der dir am nächsten ist. Er ist auch aus großer Entfernung zu hören. Das muss sich also nicht in der Nähe der Opfer befinden. Okay. Doch die Population wird sich von diesem Trauma nicht mehr erholen. Setz ihn also sparsam ein. Ist aber zweischneidiges Schwert. Heißt also, wenn ich den irgendwo benutze, ist da nie wieder diese Art von Fisch? Oder ist immer nur gering da? Oh, das ist ja nicht so geil. Das ist ja nicht so geil. Eieieiei. So, also quasi so wie jetzt, ne? So buff immer ranjagen und dann fertig, oder was? So, hier vorne waren auch noch welche. Das über auf jeden Fall. Stahlteile, die lassen wir erstmal mal drinnen. Ich brauche Holz. Ich mach mal kurz rüber hier zum Stahlklippen. Weil da ist auf jeden Fall Holz. Und hoffentlich nochmal ein Hai hier vorne. War hier nicht auch noch der Merlin irgendwo?
Der würde doch auch viel Kohle bringen nochmal. Na egal. So, Stoff nehmen wir mit. Stoff ist immer wichtig. So, weil ich denke, wir kriegen jetzt die 1500 zusammen. Bin mir ziemlich sicher. So, dass wir nämlich schon quasi wieder die nächsten Sachen brauchen. Um die letzten Fertigkeiten. Oh, schön. Frei zu basteln. Oder die letzten Erweiterungen, was er gesagt. Holz. Das gute Holz. Frisch gewässert. Wunderbar. Okay. Ja, man ist schon so ein bisschen überrascht, wenn man plötzlich so ein Forschungsteil kriegt, so irgendwie. Oder zwei. So, okay, den Rest lasse ich jetzt mal drin, weil tatsächlich der Hai wird mir sonst schlecht. Ist aber auch hart drin gescheppert hier in den Hafen. Heiß gelaufen. Okay. Ah, hat er ja nicht erreicht. Schade, schade, schade. Schade, 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 schade. So, die Netze haben wir alle. Jetzt haben wir bloß noch die Körbe quasi, die wir freischalten müssen. Und dann können wir uns da mal irgendwie das Beste aussuchen. Ist ja auch nicht verkehrt. Im Lager. Rums, bums, rums, bums. Geht mal, die Leuchtturmwärterin kommt jetzt ja nicht. Interessant. Was willst du? Was weißt du über den alten Bürgermeister von Kleinmark? Das ist, ich versuche nicht daran zu denken. Das ist schmerzvoll für uns alle. In manchen Nächten glaube ich, das Geräusch seiner Motoren in der Bucht zu hören. Doch ich weiß, dass er tot ist. Und ich will nicht mehr darüber sprechen. Ich sollte gehen. Aber komisch, ne? Jetzt kommt es halt nicht und sagt, hey, Moment mal. Was habt ihr denn hier? Überleg doch mal, was du tust. Scheiße, die Kalamaris, die bringen halt echt nicht viel Kohle ein, leider. Wir brauchen was Großes. Schön, elektrischer Zackenbarsch, wunderbar. Schön. Da eigentlich eher so auf so einen kleinen Hai spekuliert oder so, aber naja, was halt. Man kann hier alles haben. Oh, immerhin. Wunderbar. Hoffentlich reicht's. Hoffentlich reicht. Hoffentlich reicht es für die Erweiterung jetzt. So. Ja, tut's. Wunderbar. Yeah, Trockendock. Neuer Rumpf. 15 neue Frachtplätze, Alter. Das ist ja mal Hammer, Alter. Nice.
schönes Ding. So, okay, hier haben wir gleich drin. $3,50 haben wir leider nicht. Das ist schade. 4 neue Plätze. Oh. Junge, Junge, Junge. Aber schön, wie es sich so leert, aber so ein Lager. Finde ich immer sehr angenehm. So. Okay. Wir brauchen tatsächlich sehr viel. Aber hallo, Halli, hallo. Na, hier lässt sich doch jetzt aber schön was machen. Schönes Ding. So, und da werde ich jetzt hier nochmal ganz kurz sagen. Gute Dame. Nein, 2,70? Mir fehlen 20? Darf doch nicht wahr sein. Ach. Na gut. 20 Mücken. Die sind mir einfach ein bisschen zu groß und nicht wirklich profitabel. Hier ist doch was Feines. Wunderbar, zwei Haie. Das kommt immer gut. Und hier? Ja. Oh, wir wollten mal. Leicht gekrümmter Forellenfisch ist doch auch was Feines. Mit Trophäe fangen. So, zurück damit. Und dann... Tja, können wir uns so langsam Richtung Teufelkrater oder Teufelsriff aufmachen. Oh, warte mal, hier vorne. Den nehmen wir doch noch mit. Meh. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also das dürfte jetzt eigentlich eine relativ gute Ausbeute werden. Muss natürlich mal frisch reinkommen, der Fisch. Ansonsten ist scheiße. So, zack. Fischhändler. 500, naja, immerhin. 500, ne? Schönes Ding. So, heißt also, wir können uns quasi den neuen Motor kaufen. Für eine Stunde einbauen, das Ding. So, Netze. Ja, Netze ist halt so eine Sache, ne? Abyssal, Hadal, Ozeanisch. Na, ich werde mich auch langsam verabschieden. Alles klar, Junge. Vielen Dank, schön, dass du da warst. Irgendwie bis Montag denn. Schönen Samstagabend noch und mach dir einen schönen Sonntag, wa? Bis denn. Tschüss. So, zurück in die Stadt. Dürfte jetzt gut abgehen. So. Teufelsgrat. Oh Mann. So, warte mal, war das hier raus? Nee, nach oben müssen wir raus. Aber bei Gott, er ist schön schnell. Er ist schön schnell. So, gehen wir hier um Stahlspitz rum. Nehmen wir natürlich gerne hier noch mal ein bisschen Metall mit, was wir jetzt ja brauchen.
Was ich halt wirklich krass finde an Teufelsgrat, ist halt wirklich diese kleinen Piranha, die dieses große Vieh anlocken. Die machen mir tatsächlich irgendwie so ein bisschen Kopfzerbrechen. Ich dachte vorhin schon, da bin ich sicher, wo ich bin, in dieser kleinen Einbuchtung, aber selbst da ist der natürlich reingekommen und ich bin natürlich dann nicht mehr rausgekommen. Ist ja klar. Ja? Bin schon schön am Arsch, bis dann gleich. So. Ach komm, Zeit. Nehmen wir jetzt nicht mit. Das Holz, wunderbar. Lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Holz ist gut. Holz ist wichtig. Und schnell alle. Das ist richtig. So, okay. Ja, da hinten ist unser Ziel wahrscheinlich. Nee. Das war völlig falsch. Das wäre der gewesen. Da müssen wir hin. Oha, okay. Ich hoffe, ich habe jetzt noch keinen Motorschaden gerade gehabt. Ich würde sagen, als erstes steuern wir mal die Händlerin an. Das dann mal erstmal wieder ein bisschen frei zu machen. Von dem ganzen Stahlzeug, was wir jetzt gesammelt haben. Und dann gucken wir mal, wo wir hier das Relikt finden. Das letzte quasi. Oha. Achso, warte mal. Nee, machen wir mal anders. Fertig. Wo hatten wir jetzt angefangen? Hier angefangen. Das ist jetzt. Das können wir machen, wunderbar. Hier machen wir weiter. Zack. 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 Und zack. Jetzt wählen wir Bretter noch. Das hat den Motor zerschossen. Verstehe. Meine Waghalsi-Aktion. Okay. Ein Blick auf die Karte sagt, wir müssen hier an den alten Tempel ran. Und hier wird das Relikt sein. Können wir auch erstmal versuchen, mal die Statuen zu finden. Um erstmal die kleine Sidequest zu machen. Ja, ist ja direkt auf der anderen Seite hier. Ist ja auch beschissen. Okay. Boah, das ist jetzt mal so richtig Murks, ey. Oh Gott. Ist das jetzt hier? Das scheint die Klammer zu sein. Ein steinerner Schrein. Eine aufrecht stehende Felsplatte mit Sitzzeichnungen. Ach du Scheiße. Zweier schwer gepanzerter Kreaturen im Kampf ineinander verkeilt. Darunter eine Platte mit zwei flachen Rillen. Okay, ich brauche Körbe. Ohne die kriegt diese Viecher glaube ich nicht. So, und. Okay, damit kriegen wir erst. Wahrscheinlich denn diese Flamme oder irgendwas, was wir den Fanatiker dann nehmen müssen. Eieiei. Hier ist der Schatz. Ein Kelch. Ein wunderschöner Kelch. So, wir nehmen eine Sonne. Alter, Mann, es war doch jetzt nicht doll. Wieso? Ich mag hier alle den Arsch. So kommt man hier gut zumischt. Mist. Das ist ein Scheiß. So, ablegen. Ach nee, warte mal, ich brauch die Körbe. Nix ablegen. Körbe. So, was kosten die? 135 kosten die. Dann können wir noch mal die billigsten kaufen. Okay, heißt jetzt also erstmal so einen Standardfisch jetzt erstmal wieder fangen.
um hier vorwärts zu kommen. Ach, der sieht aber Panzergrundel. Schön. Sieht sehr urzeitlich aus. So. Und einmal die Hälfte. Ach, da sind die Mistviecher noch drin. So, was haben wir hier vorne? Ach, hier haben wir diese. Ah, guckt mal, ist das hier so eine. Die Schlangenmakrele, wunderbar, genau die brauchten wir. Und mit Trophäe fangen, wunderbar. Für die Schlangentrophäe müssten wir eigentlich jetzt zu dem Typen mit dem blauen Mantel zurück. Nehmen wir jetzt extra mal ein paar mehr mit und würde jetzt auch mal ganz kurz die Trophäe auf jeden Fall verkaufen. Dafür kriegen wir sehr viel Geld, wahrscheinlich. Oder auch nicht. Nein, warum hat er denn jetzt alle verkauft? Ah, oh nein. War das jetzt abgefischt? Oh, bitte nicht, ey. Ach, scheiße. Ach, das ist jetzt ärgerlich. Ach, Mann. Egal. Okay, Transzendenz haben wir durchgelesen. Okay, und dann machen wir jetzt hier einfach mal erstmal ein bisschen Kohle. Fangplatz ist erschöpft. Vorne, jetzt wird's nachts. Ach, hier ist noch was. Es sind auch wirklich ein Haufen grotesker Biester. Mann, Alter, Quatschen ist heute gar nicht mehr drin. Ein Haufen grotesker Biester. Okay. Dann aber kriege ich keine Sätze mehr zusammen. Die wir hier aus dem Meer holen. Leute, bitte seht's mir nach, meine Stammel. Es war anstrengend die Woche. So, oh krass, der Vulkan war so heftig. So, verkaufen wir schnell. Okay, das hat sich auf jeden Fall gerechnet. So, hält 6 Tage. 4x4, 4x4, 3x3, 5x4. 5x4 ist natürlich auch schön. Ja, dann nehme ich den davon und den davon. So, und die schmeißen wir hier raus. So, hier gibt es viele. Raus damit. So. Plumps und Plumps. Ach, das ist so ärgerlich, ey. Okay, nochmal einen großen Bogen hier erstmal um diese kleinen Häschen Piranhas. Was das doch immer sein soll. Dann schauen wir uns mal an. Hier vorne brauchen wir einen Sprengsatz. Den haben wir sogar, glaube ich, da, ne? Wunderbar, Sprengladung benutzt. Wir haben keine, wa? Wir haben keine? Wir haben keine. Aber ich glaube, bei der Händlerin gibt es einen zu kaufen. So, dass wir jetzt auf jeden Fall nicht da wieder irgendwie zu dem Walfänger zurück müssen. Der Weg wäre ziemlich heftig. So, Fischmarkt. Nee, nicht Fischmarkt. Deft. Ja. Hatze. Eine, okay. Ah, immerhin. Mal schauen, vielleicht reicht die ja.
So, benutze Sprengladung und gezündet das Ding. Oh, was ist denn das? Was ist denn das? Ich glaube, das ist der Quastenflosser. Sehr schön. Sehr, sehr geil. Auch etwas, was die Händlerin gesucht hat. Sehr cool. Was ist das denn? Ach, scheiße. Schnell weg. Einfach nur mal schnell weg. So, junge Lady. Ich habe den Quastenflosser gefangen. Das sind gute Nachrichten. Das ist wohl ein neuer Eintrag fällig. Hier, für dich. Das könnte dir von Nutzen sein. Zack. Und zack. Und jetzt ist nur noch der Pelikan-Aal da. Okay. Sehr schön. Schön. 268 Dinger für das Ding. Das ist ordentlich. So, schon was gefangen? Nee, natürlich nicht. So schnell geht's wahrscheinlich nicht. So, ich würde mal ganz kurz da in diesen Vorsprung reinschippern, wo wir irgendwie gerade was freisprengt haben. So, wir haben zwar da eine Art Geysir. Mal gucken, wo man noch hinkommt. Ach, noch eine Spiegel. Okay. Oh, nee. Da muss ich jetzt hier mal weg. Wenn die jetzt hier angeschossen kommen, muss ich weg. Okay, hier haben wir noch eine Flasche. Eine Flaschenpost. Nee, ist keine Flaschenpost. Was ist das? What is this? Schatten in der Tiefe. Eine Steintafel. Ah, okay, okay, cool. Okay, das müssen wir auf. Wir brauchen eine Menge Sprengladung, wie ich so sehe. Ach, Mistviecher. Geisterhai. Boah, das sieht ja auch schön aus. Und erschöpft. Oh, da ist der Dicke. Ach du Schande. Ich muss weg. So, den will ich auf jeden Fall nicht anlocken. Oh, ach, das darf doch nicht wahr sein. Ach, das ist nicht fair, ey. Der schöne Hai. So, da kommt. Oh, ist das ey Brocken, ey. So, hier vielleicht noch einen mitnehmen. Hoppala, jetzt ist eh aufgepasst. So, okay, mal weiter. Das sieht relativ groß aus. So, Geister. Okay. Gleich war sie dran. Gleich war sie dran, Alter. Okay, das Metall kann ich jetzt nicht mitnehmen. Da ist anscheinend noch eine Steintafel oder so. So, schnell weg. Alter, das ist wirklich nervig mit diesen kleinen Scheißern, ey. Und die kommen immer schön hinterher. Wunderbar. Oh, cool, cool, cool. So, den müssen wir mal tatsächlich... Jawohl, jetzt sind wir ja beide. Sehr cool, sehr cool. So, wir können jetzt zu dem einen Spot fahren.
So eine ganz große Hoffnung, dass jetzt hier nicht dieser hässliche fette Fisch hinterher geschissen kommt. So, okay. Die haben wir. Die haben wir. Der Fels zersplittert mit einem lauten Knacken, bröckelt weg und gibt seinen Kern frei. Die unergründliche Flamme. Sehr schön. Ein Stück Holz. Ach, Gott sei Dank ist wieder ein Teller mit bei. Da freut mich aber. Und ein Kelch. Schön. Okay, wir haben die erste von drei Flammen. Ein komplett zertrümmertes Boot. Okay, so, anlegen. Fischmarkt. Die verkaufen wir. 900. Okay. Okay. Schönen Bock. Immerhin. So, jetzt können wir nochmal schauen, wo wir hier noch ein paar Punkte vergeben. Wir haben ja bloß noch die Körbe. 3 Stück. Ich würde jetzt einfach, wir kaufen ganz stumpf erstmal alle und dann, wie gesagt, wir müssen nachher mal rausselektieren irgendwie, welches wirklich gut ist und was wir dauerhaft benutzen können und was nicht. So. Okay, warte mal. Werft, reparieren müssen wir noch machen. So, Teller kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Unergründliche Flamme. Was machen wir hier? Okay. So, achso, warte mal, hat sie jetzt noch eine Sprengladung? Weil die bräuchte ich tatsächlich, um da reinzukommen in diesen Kreis. Für die nächste Flamme. Ja, wunderbar. Gott sei Dank also refresht sich das sehr schnell immer bei ihr. Bin sehr dankbar für. Große Frage ist jetzt natürlich auch, was die dafür haben wollen. Ich glaube, das ist vorbei. Und drin war alles voll in diesen Mistviechern. Alles voll. Und da siehst du da schon, wie alle wieder rumschwimmen. Hä? Kannst du doch viel weit doch dann? Ist sie jetzt über Bord gegangen bei einer, bei einem Zusammenstoß? Das kann natürlich sein, irgendwie, ne? Ansonsten, ich hab doch vorhin ihn gefunden. Geht gar nicht. Sprengladung benutzen, auf geht's. Achso, warte mal, das ist glaube ich das eine Ding, wo ich schon ein Loch reingesprengt habe. Wäre natürlich für nachher eine coole Abkürzung. Aber jetzt ist es natürlich erstmal ein bisschen zu kostspielig. So, schnell den Schatz hochgedratscht. Ein Ring. Wie schön. So, was hat ihr für Schmuckstücke hier? Okay, alles klar. Ich hätte auch jetzt von hier vorne rauskommen können. Oder rinkommen können, besser gesagt. Das weiß man halt nicht vorher, ne? Schuppenfußschnecke. Die sieht ja ganz bezaubernd aus.